Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lenz TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft zu Hause morgen auf den LASK. Also, Schwarz-Weiß gegen Schwarz-Weiß, auch wenn sicher nicht beide die schwarz-weißen Dressen anhaben werden. Unsere Blackies ja nicht mehr Tabellenführer seit dem letzten Wochenende, seit dem unrühmlichen Auftritt in Salzburg gegen, ja, das Red Bull-Projekt, kann man glaube ich so schön sagen. Aber bitte, das Spiel ist hoffentlich aus den Köpfen draußen. Auf jeden Fall hat man jetzt den Aufsteiger zu Hause zu Gast und man hat gegen die Linzer auf jeden Fall eine Rechnung offen. Das erste Duell beim LASK, das ging nämlich verloren. 1:2 in der damals, ich glaube, 6. Runde. Und ja, das gilt es natürlich erstmal auszumerzen, ganz klar. Natürlich wäre es auch für die Tabelle wichtig, ohne Zweifel. Rapid ist uns ja auch ein Stück weit wieder näher gerückt. Also es wird langsam sehr, sehr kuschelig an der Tabellenspitze. Eben die Salzburger, dann wir, dann Rapid. Und so weit entfernt ist der LASK nämlich auch gar nicht. Also die Linzer auch in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Spielen als Aufsteiger eine sehr, sehr gute Saison. Also sehr, sehr ordentlich, wie ich finde. Und sind auf jeden Fall eine harte Nuss zu knacken. Allerdings natürlich nicht unschlagbar. Also ich bin mir sicher, qualitativ, auch wenn unsere Blackies personell die ein oder andere Veränderung zwangsläufig vornehmen werden, ja, sind wir trotzdem über den Linzern zu stellen. Also das traue ich mich da schon sagen. Naja, das werden wir natürlich mitbekommen. Also kommen wir dann mal zum Personal. Schulz fehlt ja aufgrund einer Sperre, der hat ja die rote Karte in Salzburg gesehen. Da gibt es auch ein paar Optionen, möglicherweise eben ihn da zu ersetzen. Gehen wir mal davon aus, dass das System gleich bleibt, also wieder mit einer Fünferkette, die eben in der Offensive zur Dreierkette wird und das Fünfer-Mittelfeld dann, das kennen wir ja eigentlich mittlerweile schon alles. Eben also mit diesem 5-3-2-System, was wir zuletzt immer praktiziert haben oder eben die meiste Zeit. In Salzburg war es ja ein bisschen offensiver eigentlich das Ganze, aber nicht so sehr hier abschweifen von meiner Stelle. Also wie gesagt, für Schulz der Ersatz. Für mich logischerweise Scheusengeier. Spendlhofer wird, glaube ich, aufgrund seines Fitnesszustands einfach noch kein Thema sein. Also von dem her wäre, glaube ich, Scheusengeier die logischste Variante. Oder man könnte natürlich auch Koch quasi als dritten Innenverteidiger da aufbieten, dafür dann rechts in der Verteidigung zum Beispiel Hierländer bringen. Das hat es ja auch schon das ein oder andere Mal gegeben. Also da gibt es viele Optionen. Sturm hat ja Gott sei Dank einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Da gibt es viel Variabilität insgesamt. Also deswegen bin ich da sehr gespannt. Für mich wäre eben Scheusengeier so die logische, der logische Schulzersatz für diese Partie. Ansonsten auch im Angriff, wo es eine Umstellung wohl sicher geben wird. Neben Daniel Lahr hat Husbeck quasi eigentlich als zweiter Stürmer jetzt immer agiert. Und er wurde ja auch in Salzburg frühzeitig ausgewechselt aufgrund einer Verletzung. Deswegen wird es auch da eine Erneuerung geben. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Da gibt es ja durchaus einige Optionen. Wenn wir zum Beispiel einen richtigen Stürmer an die Seite von Lahr stellen würden, da hätte man beispielsweise Zulechner als Option. Wäre jetzt ganz ehrlich gesagt nicht meine ganz große Wunschwahl, hat mich einfach nicht so sonderlich begeistert in seinen bisherigen Auftritten in dieser Saison. Deswegen für mich Zulechner nicht unbedingt, wie gesagt, erste Wahl an der Stelle. Esse, ein ganz, ganz heißes Eisen, das wir da im Feuer haben, hat durchaus in seinen Kurzeinsätzen zu überzeugen gewusst. Und ich glaube, es ist langsam, dass er langsam auch reif ist, einfach für einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Deswegen wäre das für mich so die Top-Lösung, wenn man so will, ihn neben Alar zu bringen. Das könnte, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Esse ist ja so ein ähnlicher Typ auch wie Husbeck. Man kann ihn natürlich auch mit Edomonci vergleichen, der ja schon eine Zeit lang jetzt nicht mehr in Graz ist. Aber eben einfach ein Wusler da vorne. Und dass Danny Alar mit so einem Spielertypen vorne gut harmonieren kann, das hat man ja in der Vergangenheit gesehen. Auch eben zuletzt mit Husbeck. Deswegen, warum nicht? Ich denke, der Junge hat seine Chance verdient. Also sollten wir sie ihm auch geben. Ansonsten gäbe es aber noch die Option, wenn man jetzt wirklich, weil Husbeck ja auch kein gelernter Stürmer ist an und für sich, einen Flügelspieler da ein bisschen umzufunktionieren und eben nach vorne zu stellen. Philipp, wer würde mir da jetzt noch auf Anhieb einfallen? Zuletzt auch die ein oder andere Einsatzzeit bekommen, war auch lange aufgrund von Verletzungssorgen außer Gefecht und nicht einsatzfähig.
könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, ich bin da sehr gespannt im Endeffekt, was Franco Foda da eben aufs Feld zaubern wird und naja, mit welchen Optionen wir dann versuchen werden, den LASK daheim zu schlagen. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen, natürlich unsere Grazer, und bis dann. Ciao, ciao.